Moin Moin und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Aplugs Tale. Beim letzten Mal musste Hugo und auch Amicia sehen, wie die Mutter umgebracht wurde. Von Emilie, die danach von den Ratten verschlungen wurde, von Hugo, der sie losgelassen hat. Und jetzt sind wir auf der Flucht. Wir haben alles zerstört hier, was es zu zerstören gibt. Und ja, müssen weg. Der Graf schwörte allerdings Rache. Mal gucken, was passiert. Ob die uns nochmal erwischt. Ich bin gespannt. Die Geschichte müsste doch bald ein Ende finden, glaube ich, aber wer weiß. Komm, hier können wir alle rüber, wir sind da. Ja. Ich bin schwer verletzt noch, weil ich ein paar Mal mit dem Schwert getroffen wurde. Die Schulter. Ich werde sie einrenken. Tu es. Nicht bewegen. Das wird wehtun. Kommt hier ein von... Der früher Lethal Weapon geguckt. Mel Gibson hat sich auch immer die Schulter selbst eingerenkt. Alles gut? Dann komm. Wow. Das möchte ich auch nicht haben, sondern jemand, der mir die Schulter einrenkt. Autschi. Mein Gott. Lass mal gucken. Also der Graf wird uns noch in die Quere kommen, davon gehe ich aus. Mal gucken, hier ist noch ein scheines Trüchen, das nehmen wir mal mit. Ja, der wird uns so oder so noch schnappen. Es wird auch einen fetten Kampf geben. Aber mal sehen. Was haben wir da? Salpetersäure. Können wir hier ein bisschen was bauen? Das andere ist voll, nein, das war nicht. Okay. Da drüben ist auch Wasser. Wie kriegen wir die Truhe hier auf? Kann man das aber aufmachen? Wahrscheinlich nicht. Nein. Muss da ja einen Weg geben hinein, oder? Hier längs vielleicht? Gehen wir hier rum. So. Ja, ich weiß, wir müssen eigentlich da weitergehen. Wir lassen uns aber trotzdem mal gucken. Ich beeile mich. Ja. Auch was finden, ne? Wir können ja alles gebrauchen, was wir hier finden. Oh. Werkzeug haben wir wieder gefunden. Oh, können wir was bauen? Oh, warte, Entschuldigung. Wollen wir mal gucken? Können wir schon was herstellen? Fertigkeiten. Kann ich eigentlich... Also, da fehlt uns immer noch ein bisschen was hier. Aufwerten? Können wir da schon was aufwerten? Nee, können wir auch nicht. Na gut. Lassen sie wieder raus. Na guck, hier ist noch was. Ja. Ist denn das die Möglichkeit, mehr Materialien? So. Da geht's. Den Werkzeug brauchen wir gar nicht besuchen, denn... Wir können ja nichts bauen. Und wenn, können wir auch unterwegs immer was bauen. Hätte ich beim nächsten Mal, glaube ich, nicht genommen. So viele Werkzeugbänke, wie man immer findet, hätte ich, dieses, dass ich selbst was bauen kann, nicht ausgewählt, rausgehen. Sondern was Cooleres gemacht. Oh, naja, mal gucken. Da oben! Eine Öffnung! Da kommen wir raus! Und wie? Im Stockwerk drüber. Da finden wir vielleicht was Nützliches. Ich sehe nach. Bleib du bei ihm. Amicia, du bist verletzt. Versuch, ihn zurückzuholen. Egal wie. Bitte. Na gut. Aber geh nicht zu weit. Versperrt. Also, Hugo. Ich kann es von hier nicht bewegen. Ich glaube, du hörst mich. Tut mir leid. Ich muss wissen, ob es dir gut geht. Blasse Haut. Aber das Zeichen der Makula sieht größer aus. So sieht es wohl auch in deinem Kopf aus. Mal gucken, ob wir da hoch. Darf ich mir deine Augen ansehen? Ja. Normale Pupillen. Da oben. Du blinzelst der kaum. Karren. Der Karren, aber
Den kann ich nicht runterziehen damit. Sehe ich gerade, kann ich das da benutzen? Eine Stange mit einem Seil. Okay, dann müsste ich da rein, um von da das Teil da oben anzuschießen wahrscheinlich. Aber wie komme ich da rein, ist die Frage, ne? Die Wand zerstören hier? Nee. Und hier komme ich auch nicht rein. Sperr. Nein. Na, warte mal. Guck mal da. Kleine Mini-Rätsel. Hier sind vielleicht noch jemand angreift hier gerade. Muss jetzt gerade. Oh, hier sind Truhe. Yes, I take it. Thank you. So, dann lass mal hier das Ding schieben. Na los! Okay, in die falsche Richtung. Schieb es zurück, damit wir gleich da vorbeikommen. Wir gehen kurz hier rein nochmal. Können wir was bauen nochmal hier, dass wir Schmiermaterial einsammeln können? Okay. Lass mal gucken, ob wir von hier die Karren da oben anschießen können. Ich glaube nämlich schon, ne? Ja. Dann wird gezogen. Gib Acht! Fertig, ne? Ah, die hat auch schon so viel gemacht jetzt. Oh, bitte. Bitte, wie soll ich das schaffen? Du musst ja leider, Mädel. Bitte. Ich kann nicht. Doch, du schaffst es. Hilfe. Oh Gott. Na komm, hör mal auf. Steh auf und geh weiter. Bin ich hier drin noch? Okay, es war einfach mal so ein extra Ding, was wir finden konnten. Ich will jetzt nicht mehr erfahren, so sieht man nicht ganz so. Achso, wir müssen hier links wieder. Wie geht's ihm? Sein Verstand ist ausgelöscht. Nicht nur vom Schock. Wohl von der Makula. Dann kommt er nicht zurück. Noch nicht. Versuchen wir es hiermit. Komm mit, Hugo. Macht ihr denn was? Er steckt fest. Das ist zu hoch. Aber es gibt keinen anderen Weg. Ja. Amicia, schieben wir. Da ist was dahinter. Na gut. Schon wieder ausgekugelt die Schulter, die sie hatte. Oh oh. Das war nicht so clever, oder? Ach du Scheiße. Das ganze Nest oder was? Es hat die Flammen gelöscht. Waren diese Dinger nicht auch in des Trägers Grab? Psychokind. Er wird die Sonne töten. Oh? Was? Der Sonnentöter. Der Lichtverschlinger. Der Nebel aus den alten Texten. Es gibt ihn wirklich. Ich bin zu Hause. Nein, nein! Das ist nicht zu Hause! Hugo, sieh mich an! Das
Das ist nicht er, Amicia. Die Makula, sie versucht, die Leere zu füllen, die durch den Tod eurer Mutter entstanden ist. Ich hätte sie retten müssen. Aber wir können es beenden, ja? Hörst du mich, Hugo? Wir finden diesen Mistkerl, den Grafen, und töten ihn! Nein, genug! Wir verschwinden von diesem verdammten Ort. Lass uns ihn von hier wegbringen. Er ertrinkt. Amicia, verstehst du? Halt ihn über Wasser. Rede mit ihm. Halte dagegen. Er braucht dich. Schon gut. Schon gut. Okay, dann wollen wir mal da reingehen. In die Verdammnis. Ich weiß nicht, wo da unten ist irgendwas. Bleib nah dran. Da können wir ja nicht durchgehen. Was machen wir jetzt? Ja. Ah! Bleib in meiner Nähe! So war das nicht gedacht. Okay, es war dumm. Ich wollte es nur mal getestet haben. Wir starten noch einen neuen Abschnitt. Okay. Also wir brauchen irgendwie Feuer. Können wir die Fackel hier mitnehmen? Ja. Gut. Dann lass mal. Schön dicht zusammenbleiben. Bleib nah dran. Alter, guck dir das mal an hier. Achte auf die Fackel. Ja. Vorsicht! Was ist das? Das hab ich gemeint. Bleib weg von den Dämpfen. Okay. Vorsicht! Da ist noch mehr. Ich sehe sie. Vorsichtig! Ja. Alter, guck mal, wie viele Leichen das sind. Ich meine, im ersten Teil gab es schon viele Leichen, ne? Aber das hier ist ja nochmal. Ich weiß, dass wir hier sind. Ja und? Versuchen wir an der Seite links zu gehen. Ich glaube, das ist er. Was? Ich habe gespürt, wie er gezuckt hat vor der Explosion. Ich sag's doch. Sein Bund mit der Makula wird immer stärker. Ich weiß, dass du noch da bist, Hugo. Halte durch! Okay, hier kommen wir gleich raus. Wir müssen vorsichtiger sein. Naja, was sollen wir denn anderes machen, als hier links zu gehen? Lukas, da vorne ist was. Ach du Scheiße. Was zur Hölle? Ach du Scheiße. Das kann nicht sein. Wie viele sind da drin? Ja, ich bin hier. Hey, ich warte. Gehen wir, Lukas, los. Ja. Komm, Hugo. Nein, ich warte. Hier gibt es aber nichts für dich. Das ist zu Hause. Hier ist, wo ich... Hör auf! Du kommst mit mir, ob du nun willst oder nicht. Hörst du mich? Er bleibt bei mir! Du hast es mitten gemacht. Die Fackel. Warum? Oh, lass sie die Fackel liegen, die Affentante. Bleib nicht an der Wand. Was so clever war... Oh, ich hasse Frontlaufen. Gut, dass der Junge trotzdem herläuft, ne? Ach du Scheiße. Sind schon ein paar Rappen, ne? Ihr bekommt
Das ist kein Sonnenlicht, aber noch Feuer, du Affe. Atmen. Atmen. Sünde, ne? Hugo? Hugo? Siehst du? Da ist noch Licht. Ja, das ist unser Blut. Das bist du. Wir sind noch nicht fertig. Gehen wir. Tja. Ja, ich bin bereit. Wir müssen den Hafen erreichen. Komm, wir können laufen. Wir sind nicht. Oh, richtig schnell rennen können wir nicht. Erreiche die Oberfläche. Tja. Naja, egal wo wir mit ihm jetzt hingekommen sind, gab es Tod und Zerstörung. Also eigentlich müsste sie langsam einsehen. Moment. Ich weiß, dass der Sohn ist, ne? Aber der Bruder ist. Mit dem Meer stimmt irgendwas nicht. Das Land ist weg. Das bin ich. Nein, ich war das. Nein, die Ratten. Ich war das. Nein, der Graf und die Gräfin. Gehen wir. Gehen wir einfach. Herr im Himmel, das Beben hat die verdammten Eier freigelegt. Ja, sie sind noch da. Immer. Immer in meinem Kopf. Hugo? Lass ihn, Amicia. Ich gehorche euch nicht. Ich gebe euch Befehle. Na, guck mal. Gehorcht mir! Mach den Weg frei für uns. Alles klar. Die haben dich gehört. Ich sehe zum ersten Mal wieder. Weil es weh tut. Es tut mir leid. Hat die einfach mal ins Meer geschickt, wie Lemminge. Oh, nicht schlecht. Gut für uns. Schlecht für die. Dahin. Hast du das gespürt? Das Beben hat die Ölkrüge zerschmettert. Soldaten! Warum wollen wir den Sohn noch? Er wird unser Ende sein. Er hat alles ruiniert. Das ist nur passiert, weil er unter dem Einfluss dieser Schänderin steht. Deshalb will der Graf sie um jeden Preis tot sehen. Hoffentlich klappt's. Der Graf ist noch am Leben und verbreitet seine Lügen. Sie sind hinter uns her, also aufpassen. Weniger. Kann ich die auch rauslassen? Ja, machen wir mal. Ach Quatsch, er konnte nicht mal bei der Fackel was machen. Okay. Ach ja, der Nebel. Der Nebel löscht ja auch das Licht. Okay, gut für uns. Wo ist denn der Dritte hingegangen? Typisch. Okay. Ach, ja, das hat er eben gesehen schon so ein bisschen.
Oh, er geht aber nicht hin, leider. Blöd für uns. Muss er halt bei den Großen sterben, vielleicht, wenn er da hochgeht zu den Großen. Geht er da hin? Können auch einfach in die Luft jagen. Wer umbringt selber. Geht er da hin zu denen? Sehr dumm von ihm. Tue ich euch nicht, ihr Monster! Lass uns einfach gehen. Da kommt noch einer. Der hat aber so ein... Okay. Den können wir vielleicht auch mit der Schleuder erledigen. Warum sind die alle noch da, frage ich mal sich, ne? Weil im Endeffekt, obwohl ja wegen der Grafen wahrscheinlich, der will natürlich uns gerne tot sehen. Wollen wir hier längs kommen? Das der netteste Weg ist für uns. Eiern wir gleich einmal rum, wenn die sich irgendwie so ein bisschen in die andere Richtung gucken. Wir kommen hier weg. Wir finden Sophia. Wir segeln davon und fangen ein neues Leben an. Ich habe gesehen, da war noch ein Pfeil, das hatte ich gesehen, aber den können wir leider nicht mitnehmen. Er ist schon cool da. Ja. Was davon übrig ist. Aber die kriegen wir ihn hier weg. Vorbeischleichen, mal gucken. Okay, ich dachte, ich könnte das gleich bei ihm einsetzen. Kann man aber nicht. Kann man nicht. So, wo sind wir denn jetzt? Ah, okay, wir sind bei ihm her. Gut. Frage, wie wir da irgendwie längs gehen oder hier längs gehen? Er guckt gerade dahin, er guckt dahin, gehen wir nochmal hier hoch. Hey, komm mit hoch. Schon da. Na, oben doch nochmal längs gehen, mal gucken. Keine Sorgen machen, weil der sieht uns ja eh nicht. Wie tief geht es da runter? Ich kann keine Felsen mehr erkennen.
ihn hierher locken können. Dann würde ich nämlich das machen und darauf schießen. Aber die Frage, ob er hierher kommt, oder nicht. Jagen, aber er sieht uns ja nicht. Er weiß ja nicht, wo wir sind, eigentlich. Raus, kommt raus. Aber er kommt ja auch nicht da hoch. Oder? Kommt er nicht. Dann haben wir hier das Ding holen. So. Was ist hier? Auch noch nicht. Wie sehr? Bei dir alles in Ordnung? Wir hauen hier ab. Ihn müssen wir allerdings irgendwie loswerden da. Ich weiß nur noch nicht wie. Wir kriegen schon eins. Selbst wenn wir den ganzen Weg rudern müssen. Also ich glaube, wenn ich hier hingehe. Ganz langsam. Ich gebe mein Bestes. Er hat den Rücken zu uns hier. Oh, zu hoch. Wir brauchen etwas, um ranzukommen. Er darf uns noch nicht sehen da unten. Ich glaube, wir müssen den ausschalten, irgendwie. So eine Truhe. Können wir aufmachen hier? Oh, können wir nicht hier so eine. Ich dreh dir den Hals um! Das geht nicht, okay. Der ist auch geschützt durch das Feuer da, das ist doch nervig. Geht denn das nicht? Hör mich direkt zu sehen. Verstecken wir uns. Oh. Den Weg, okay. Kurz warten, bis er ankommt. Halt mal hoch. Da oben wollt ihr euch verstecken? Wo wollt ihr denn hin? Sie haben uns! Okay, das klappt nicht so gut. Oh, das klappte besser. Okay, der müsste weggefackelt sein, ne? Okay. Ist immer besser, doch alle umzubringen, als statt da so rumzuwarten. Damit vielleicht. Sorry. So, weiter hoch. Kletter hoch. Komm, hoch mit dir. Ja. Drin. Dann lass mal hier reingehen. Und ich glaube, dann reicht das auch für heute. Auch genug gekillt wieder. Da drüben ist ein Boot. Ja. Bitte sei am Leben, bitte sei am Leben.
Zum Glück ist die Hexe tot. Ich habe gehört, der Graf von Aal hat endlich seine Eier zurück und die Hinrichtung befohlen. Sie haben am Hafen einen Galgen aufgestellt. Sie hängen den Riesen? Heilige Scheiße, das muss ich sehen. Ja, ich auch. Er ist nicht tot. Er braucht uns. Uns fehlt die Zeit. Wir müssen hin. Wirklich, nach dem, was er getan hat. Ah, wir müssen den Typen befreien, okay. Wir müssen ohnehin rüber zum Hafen. Wir holen Anno und dann verschwinden wir. Super. Genau hier machen wir beim nächsten Mal weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.